Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Format dieses Video kennt ihr. Wir werden heute testen Masken. Aber dieses Mal, ich habe entschieden, die letzte Maske testen, weil letzte Zeit ich habe zu viel getestet. Und alle Videos, ich würde natürlich für euch hier verlinken. Es geht natürlich um Maske aus Drogerie. Ich habe drei verschiedene Marken in diesem Video ausgewählt zu testen. Es geht endlich um Isana Maske. Tuch Hydra Hyaluron Intense, dann von Shewitz, Vitamin C Tuchmaske Energy Booster und von Balea Hydra Gel Gesichtsmaske Glowing Moments. Also, die sind alle natürlich sehr interessant. Wir werden ganz genau auf Inhaltsstoffe einschauen. Natürlich, ihr werdet sehen, wie sieht mein Gesicht vorher und nachher aus. Hoffentlich immer noch gut. Und ja, ich würde mich natürlich freuen auf eure Daumen nach oben, wenn dieses Video euch gefällt und hat euch geholfen, um richtige Maske, passende Maske für sich finden. Und natürlich, ich freue mich, wenn ihr abonniert meinen Kanal. Es ist absolut kostenlos. Für mich aber sehr viel Freude und sehr starke Unterstützung. Ich habe jetzt mein Gesicht schon gereinigt. Ich brauche jetzt Tonikum. Mein Gesicht jetzt fühlt sich so trocken. Wow. Okay, was los? Sehr schuppig. Ich denke, ich muss heute Abend auf jeden Fall Enzympeeling machen. Ja, das ist eine feine Peeling und passt sehr gut für meine empfindliche Haut mit Rosacea Cuperosa. Tonikum habe ich benutzt mit Hyaluronsäure. Das ist von It's 3. Es ist eine koreanische Marke. Natürlich, wenn ihr Interesse habt, ich würde unter meinem Video im Lympho... Ingeht, wie heute es etwas schief geht. Im Infobox lassen, das wollte ich sagen. Heute ich möchte mit euch testen Maske von Isana. Tuchmaske Hyaluron intensiv, spürbar aufpolsternd, sichtbar ebenmäßiges Hautbild. Was ist hier interessant? Triple Hyaluron und Algenextrakt. Algenextrakt, das ist wirklich so eine gute, das gibt es Alginatmasken. Wisst ihr, das ist diese Algen aus dem See. Und voll mit Mineralien, Vitaminen. Ja, dieser Alginat ist sehr gut für Immunsystem unserer Haut. Glycerin, Panthenol, Hyaluronsäure, Laminaria, dieser Extrakt, ja. Das ist dieser Algin. Auch eine Formulierung von Hyaluronsäure. Hier gibt es einfache Hyaluronsäure, ja, so und wirklich viel intensive. Ganz genau über jede Formulierung von Hyaluronsäure könnte ich nicht sagen. Wie gesagt, ich bin kein Arzt, kein Profi, kein auch Hautarzt. Ja, wahrscheinlich es wird viel besser für mich, aber es ist so. Also Chemie war niemals meine Stärke. Parfum hier gibt es, steht aber ein bisschen unten, aber nicht ganz unten. Hier gibt es keinen Alkohol und deswegen als Konservierungsstoff ganz unten steht Phenoxyethanol, also moderner Konservierungsstoff. Und angemessen Inhaltsstoffe, so wie ich kenne, sehen wirklich gut aus. Die Maske soll man für 10 bis 15 Minuten auf dem Gesicht wirken lassen. Das werden wir sofort machen. Übrigens mit sofortem Effekt. Ich bin gespannt. Was es hier noch steht, ohne Mikroplastik übrigens, ich weiß das auch, das ist sehr wichtig und steht natürlich für jede Hauttyp. Nee, nicht für jede Hauttyp. Sehr stark parfümiert, sehr weiche Textur selber von diesem Tuch und diese Flüssigkeit, in die Tuch selber liegt, ist nicht flüssig, es ist wie eine Gelee-Konsistenz. Also ihr seht, dass es keine Flüssigkeit tropft. Also das ist sowas extrem parfümiert. Also Mädels, ich mache es heute, aber ich weiß schon, dass diese Maske, ich wollte doch nicht nachkaufen. Naja, okay, erstmal sehen wir, ja. Textur selber von Maske und von diesem Inhalt selber auf dieser Maske, es ist wirklich wahnsinn angenehm. Genießt ihr diese letzte drei Masken-Video mit mir zusammen? Übrigens, die Maske wurde in Italien hergestellt und
Diese Maske ist vegan. Aber ich sage euch ganz ehrlich, was ich jetzt spüre auf meinem Gesicht, weil das ist das Wichtigste. Ehrlich gesagt, unangenehmes Gefühl ein bisschen. Es ist also nicht angenehm, etwas, ich merke, ja, versteht ihr? Gibt es einige Maske, die sind, ich habe schon euch, für euch getestet in andere meine Video vorher, die war sowas angenehm, man hat nicht gespürt auf dem Haut nichts, keine, also sehr Komfort, aber diese Maske, ich merke, dass etwas schon krabbelt, ich weiß nicht. Vermutlich, das wird meine Haut irritiert. Ich denke, es ist nur 10 Minuten vorbeigegangen. Ich könnte nicht weiter sitzen, weil es ist irgendwie, es ist nicht so schlimm, aber es ist unangenehm und es reicht schon, ganz ehrlich. Also, ich habe Gefühl, das Haut ist roter geworden, ein bisschen noch roter, aber na gut. Ich würde das abwaschen. Diese Maske gefällt mir nicht. Nur diese auch sehr intensive Duft und irgendwie, wie gesagt, meine Haut fühlt sich nicht so angenehm an. Ich verstehe, wenn Haut ist gesund, wenn dick, nicht dünn, nicht empfindlich, könnte das Haut ertragen, aber gibt es natürlich eine Frage. Wolltet ihr eure Haut prüfen auf, ja, wie lange? Wo ist die Grenze? Ich denke, nein, deswegen, ich würde diese Maske nicht empfehlen, es tut mir leid. Na gut, guten Morgen, Tag Nummer 2, Maske Nummer 2. Heute habe ich entschieden, mit euch testen Maske von Balea, Hydragel, Gesichtsmaske, Glowing Moment. Ich habe euch gesagt, ja, Patches von dieser Serie hat mir richtig gut gefallen. Ich habe wirklich in Heilstoffen eingeschaut, bis jetzt sieht alles sehr gut aus. Wenn etwas drinne, was nicht gut, ich kenne das nicht. Hier gibt es keinen Alkohol. Parfum steht auf der vorletzten Stelle. Hier gibt es Konservierungsstoffe, die sind auch modern und gut. Hier gibt es Niacinamide und Hyaluronsäure in paar wirklich verschiedene Formulierungen. Gibt es ganz einfache, leichte, oberflächige mit großem Moleküle und gibt es schon ein bisschen mehr wirksame Hyaluronsäure-Formulierung. Die Maske wurde aber in China hergestellt. Ehrlich gesagt, selber gegen China habe ich nichts. Aber na gut, einzige, was ich wollte euch sagen, wenn es geht um Marke Balea, dann, ich habe schon auch in einem Video gesagt, das ist eine sehr große Konzern. Ja, Balea, sie hat Geld und sie könnte sich wirklich leisten, auch in China ihre Produkte produzieren. Klingt so komisch, weil man denkt, China ist noch günstiger, aber die könnte sich leisten, das alles kontrollieren und auch sie spart. Ja, Geld, Investitionen durch das in China wurde produziert, aber in Heilstoffen, dann könnte sie wirklich gute einsetzen. Ja, wenn ich natürlich etwas falsch gesagt habe, ihr könnt mich korrigieren. Maske ist auch vegan. Und ja, was könnte ich noch erzählen? Erstmal, ich denke, wir müssen testen. Okay, die ist parfümiert, intensiv parfümiert, aber bis jetzt sehr angenehm. Ihr seht, das ist eine Gel und deswegen wurde eben solche Plastikfolie hingelegt. Natürlich, die muss irgendwie Form noch behalten. Schweinereien jetzt hier. Die Maske besteht aus zwei Teilen. Die oberste Teil, oh, die rutscht aus meiner. Es ist schwer zu halten. Wow, ist wirklich schwer. Am besten die beim Liegen aufpacken. Diese Geltextur ist so weich. Wenn ich versuche, sie richtig halten, dann meine Nägel, obwohl ich kleine Nägel habe, gehen in diese Maske und können sie wirklich zerreißen. Ja, jetzt sie ist endlich liegt, aber ich merke, wenn ich würde reden, sie wird rutschen. Ihr seht, sie wiederholt fast, ja, außen hier bei mir, aber sie wiederholt wirklich meine Haut. Sie liegt ganz dicht zu meiner Haut. Sie fühlt sich sehr, sehr angenehm. Ehrlich gesagt, diese
Hydragelmasken mag ich sehr. Durch diese Textur, sie fühlen sich mir angenehm, ja, wie zweite Haut. Für 15 bis 20 Minuten einwirken lassen. Luxuriöse Gesichtsmaske aus Hydragel mit Perlenextrakt und Hyaluron. Intensive Feuchtigkeitspflege für ein straffendes und strahlendes Hautbild. Also auf die Maske steht nichts mehr Besonderes, was sie uns da Besonderes verspricht. Das Einzige, das ist ein Glow-Moment durch diese Perlen. Sie versprechen uns, dass Haut sollte strahlen, frisch aussehen. Und natürlich durch Hyaluronsäure und Niacinamiden soll beruhigen sich und wirklich schön aussehen. Das Maske fühlt sich wirklich so angenehm an. Das könnte ich euch wirklich bestätigen nochmal, wenn ich denke, ob vorher Maske, was ich für euch getestet habe von Essana, das ist natürlich ein riesiger Unterschied. Übrigens, Parfum merke ich überhaupt nicht mehr. An fünfter Stelle stehen Niacinamiden. Also das ist wirklich super, dass wenigstens Niacinamiden stehen ganz oben. Es ist gut für unsere Poren. Gleichmäßiger Farbton. Niacinamiden beruhigen. Sehr gut für die Leute mit Rosacea Cuperosa, für unsere überhaupt Kapillar, für unsere Gefäße. Also die Maske bis jetzt klingt sehr gut. Sehen wir nachher Resultat. Aber ich denke, Resultat soll gut sein. Ich denke, man sieht das auch durch die Haut. Es reizt nicht und Haut wirklich, wie gesagt, fühlt sich wirklich super. Übrigens, während Zeit läuft, ich habe aus meinem eigenen Interesse die beiden Maske, die haben wir noch nicht getestet, teste ich mit euch morgen, von Shepherds mit Vitamin C Tuchmaske. Ich habe Inhaltsstoffen einfach nur verglichen mit dieser Maske und erste fünf Inhaltsstoffen sind absolut gleich. Niacinamiden sind auch drin. Übrigens, diese Maske auch in China wurde produziert. Übrigens in meinem Studiozimmer, wo ich das alles für euch filme, steht auch ein Bett und ich habe jetzt mich hingelegt. Also das ist wirklich eine wunderschöne Zeit für mich selber. Normalerweise, ich habe keine Lust und keine Zeit, letzte Zeit für die Masken und nur wegen euch, wenigstens ich habe doch Zeit für die Tuchmasken. Übrigens an diesem Bett normalerweise schläft Coco, wenn ich Video für euch filme. Auch sehr praktisch neben mir. Kinder natürlich, wenn sie kommen und uns zu besuchen. Übrigens, wenn es für euch interessant, dann zeige ich meine Hinterkulissen. So sieht das aus, wenn ich filme für euch. Da habe ich ein Stück. Wo ist das? Ja, da habe ich ein Stück aus meinem Tisch rausgeschnitten, damit ich könnte ein bisschen mehr meine Rindlichte und dieser Stand zu mir stehen, weil leider ich filme immer noch mit Handy. Und dann ist für mich natürlich so weit. Wenn ich würde mit Kamera filmen, dann könnte ich ein bisschen weiter stehen. Aber seht ihr, so kreativ ich bin. Wo ist mein Finger? Ja. Und da, wenn ihr könnt sehen, da steht Porträt meiner Mutter. Steht immer dabei. Also meine Mama immer dabei ist. Ich denke, es ist noch 5 Minuten. Es ist so schön, ich sage euch, das ist so ein schöner Moment, entspannt ist. Normalerweise, ich denke, ich muss für euch Masken hier aus dem Bett zeigen, weil es ist viel praktischer, so liegen und sich entspannen, wirklich für diesen Moment lassen. Ja, so sagt man das. Also heute ist wirklich ein sehr entspanntes Video für euch, wie ein Vlog. Übrigens, seht ihr, sieht alles bis jetzt gut aus. Boah, ich schlafe jetzt ein. Das ist super. Okay, Mädels, Maske jetzt muss ab. So, ich bin wieder da und also sehr angenehm. Wirklich super, super angenehm. Ein bisschen noch klebrig ist die Rest auf meinem Gesicht, aber jetzt, ich merke, es wird sehr gut eingezogen und so, also Haut fühlt sich wirklich beruhigend, es reizt überhaupt nichts, aber ich habe schon euch in meiner Live-Haul bei DM, ja, habt ihr schon dieses Video gesehen, zum Not, ich würde für euch hier verlinken, ich habe euch schon auch diese Maske gezeigt, bevor ich habe auch die probiert mit euch, ich habe schon da Inhaltsstoffen im Laden eingeschaut und ich habe gesagt, ja, die sehen wirklich super aus. Und deswegen, ja, die Maske könnte, ich denke, jeder annehmen, auch Menschen mit empfindlicher Haut. Das Einzige natürlich, wenn ihr doch mögt, keine Parfume überhaupt, ja, dann ist natürlich wird die Maske nicht für euch. Also ich bin wenigstens sehr zufrieden. Na gut,
Dann sehen wir uns morgen, also für euch jetzt natürlich gleich. So, Mädels, heute ist dritte Maske, das letzte, was wir wollen zusammen testen. Das ist von Shebens. Ehrlich gesagt, ich habe sie gerade jetzt geöffnet. Ah, ich habe vergessen, dass ich wollte das mit euch natürlich jetzt öffnen, ja. Aber weil ich jetzt mit meinem Bruder gerade parallel geredet habe, ich habe mich abgelenkt und dann automatisch habe ich zerrissen und denke, ach, was mache ich jetzt? Egal. Das ist von Shebens Vitamin C Tuchmaske Energy Booster, sofort mehr Glow und Feuchtigkeit, mildert Falten. Vitamin C, Vitamin B3, Hyaluronsäure, also Vitamin B3, das bedeutet Panthenol, Hyaluronsäure für alle Hauttypen, 100% Naturfaser, biologisch abgebaut, also selber diese Stoffmaske, ja. Inhaltsstoffen werden wir wie immer jetzt zusammen anschauen, aber erstmal ich packe die Maske auf meinem gereinigten schon Gesicht, damit wir Zeit nicht verlieren. Also ja, ihr seht, das ist diese Standard-Tuchmaske, was wir kennen. Sehr viel natürlich Feuchtigkeit, auch übrigens sehr weich. Wow, also das ist wirklich ganz andere Qualität von Maske. Ich merke, dass normalerweise Shebens Maske riechen sehr intensiv, aber die riecht wirklich ganz milde. Okay, vielleicht meine Nase ist zu. Gut. Die Maske schon sitzt und übrigens sehr angenehm. Also ich spüre keine Irritationen. Also wirklich sehr, sehr angenehm. Man sollte sie von 10 bis 15 Minuten einwirken lassen. Ich bin begeistert, dass diese Maske keine, also 0% von Mikroplastik, PEG, Silikonen, Paraffinen, Farbstoffen, tierische Inhaltsstoffen nicht enthält. Und übrigens, diese Düfte sind keine allergene Duftstoffe. 100% Naturfasern für biologisch abgebaut. Das bedeutet, wenn man auch diese Maske wird in Biomüll wegschmeißen, es wird biologisch abgebaut. Inhaltsstoffen Niacinamiden. Ich habe euch schon gesagt, dieser Inhaltsstoff ist super für empfindliche Haut, beruhigt Haut, mildert Falten, macht Poren kleiner, hilft um Relief unserer Haut mehr glatt machen. Also Niacinamiden bauen sehr gute Schutzbarriere. Allantoin, übrigens Allantoin ist das diese Vitamin B3. Hier gibt es Hyaluronsäure und Vitamin C, so wie wurde uns versprochen. Ich finde, dass diese Maske, es lohnt sich zu probieren und ich denke, sie würden passen wirklich für jede Hauttyp. Übrigens beim Anwendung wurde empfohlen, wenn man will, einen frischen Effekt bekommen, diese Maske für eine Stunde erstmal im Kühlschrank liegen. Würde empfehlen, 2 bis 3 Mal an die Woche anwenden die Maske, aber natürlich nicht die gleiche. Die wurde nach einer Anwendung weggeschmissen. Okay, schauen wir, wie sieht das alles aus. Okay, mein Gesicht ist immer rot. Ich habe gefühlt, mein Gesicht ist immer rot. Also, aber fühlt sich wirklich sehr angenehm an. Wow, übrigens hier steht Nummer 1 Deutschland. Fühlt sich wirklich auf dem Haut sehr angenehm. Wirklich hat mir richtig überzeugt, habe ich nicht erwartet. Schreibt mir bitte in den Kommentar, welche Maske habt ihr schon getestet? Welche hat euch am besten gefallen? Also könnt ihr mir sagen, von welcher Marke Masken gefällt euch mehr? Von Isana oder von Balea oder von Shebens? Was ist eure Lieblingsmarke? Das würde mir sehr interessiert. Teilt ihr jetzt mit mir eure Erfahrung? Wenn mein Video war für euch interessant, hat euch inspiriert, dann freue ich mich natürlich auf eure Daumen nach oben. Ihr könnt dann ganz gerne meinen Kanal abonnieren. Es ist absolut kostenlos. Nicht vergessen, den Glocke aktivieren, damit ihr keine neuen Videos von mir verpassen werdet. Und ja, Dankeschön von ganzem Herzen für Zuschauen, für eure Aufmerksamkeit, eure Liebe. Und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald. Eure Nathalie.